Willkommen zum Halloween Marathon 2015. Hallihallo, Lucio Sakun hier mit einer neuen Folge für unser Halloween Marathon. Das nächste Mal Special, ne? Na egal. Hot Diggity. Ich sag's gleich. Ist kein wirkliches Horrorspiel. Naja, ist schon eins. Wie man's nimmt. Land der Raketenwürmer ist auch ein Horrorfilm. Und die Grundidee ist ein Horrorfilm. Das Spiel, würde ich sagen, ist kein Horrorspiel. Genau, worum geht es in Hot Diggity? Im Endeffekt wird unser Planet von einem riesigen Weltraumwurm angegriffen und gefressen. Und wir müssen flüchten. Und der einzige Weg ist, dass wir uns durch unseren Planeten graben. Und genau, hier ist ein bisschen erklärt, wie man gräbt und so weiter. Man kann aufleveln. Ich habe es schon mal kurz angespielt. Es ist im Endeffekt ein Endless-Runner, also ich habe schon noch nicht alles gesehen, aber ich denke, es wird auch nicht mehr so viel kommen. Ich denke, wahrscheinlich werde ich so ein, zwei Runden spielen. Und dann könnt ihr es gerne selber spielen. Genau. Dann wollen wir mal. Aber ich fand's cool von der Idee mit dem... Ihr werdet sehen. Na gut, dann werden wir mal von diesem riesigen Wesen flüchten. Oh Gott, da kommt's. Das ist ziemlich groß, ja. Man muss diese Kristalle hier einsammeln. Da oben sieht man, das linke ist der Levelbalken sozusagen. Also immer wenn wir die Kristalle einsammeln, kriegen wir Lebensenergie. Und das andere ist Hitze. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht überhitzen und explodieren. Na gut, und die linke Anzeige hier, da sieht man noch das Monster, wie weit man weg ist und wie weit man selber schon gekommen ist. Das ist cool, wenn man aufleveln darf, dann muss man neue Parts da machen. Ich habe auch keine Ahnung. Gut, hier steht sogar, was es ist. Genau, um zu kühlen. Laser. Mhm. Cool. Laser ist natürlich nicht schlecht. Aber auch Overheating. Okay, ich würde jetzt sagen, wir bauen erstmal einen Block dran. Damit wir dann nochmal einen Drill, also einen Bohrer dazu bauen. Ja, das wird jetzt aber ein bisschen schwerer. Hallo? Ah, schon die nächste Komponente. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch einen Bohrer dazu. Okay. Oh, da sind ganz viele Kristalle, da wollen wir rüber. Und da diese roten Felder sind Magmafelder. Und wenn wir die berühren und dann explodiert es und dann geht unser Hitzelevel auf jeden Fall ganz schön nach oben. Wir sollten mal endlich eine Wasserkühlung einbauen. Ich beim nächsten Level up gleich nochmal eine. Aber zumindest gibt es hier viele Kristalle diesmal. Also. So. Ja. Wir sind immer noch relativ heiß. Natürlich sind wir heiß. Was soll auch sonst sein? So. Sehr gut, es läuft. Ein Tipp, wenn ihr spielt. Verändert nicht die Auflösung. Ich hatte da solche Probleme und ich habe mir am Anfang nicht gemerkt, was die ohne Auflösung war. Vielleicht hätte ich es einfach neu installieren sollen. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube, es gibt auch eine Webversion. Machen wir nochmal eins hin. Ne, wir holen uns jetzt mal einen Laser, ha? Nein, den wollte ich da aber nicht hinhaben. So, oh, jetzt können wir die Kristalle automatisch einsammeln. Das ist doch praktisch. Ich glaube. Man merkt doch das Gewicht, also da ist ein bisschen Physik-Engine dahinter und so. Oh, oh. Nein, weg. Boom, so. Ja, mit dem Laser ist es schon etwas praktischer. Tja. Warum halt die Motor dahin, würde ich sagen, ja? Ja, aber es soll unbedingt noch einen Bohrer kaufen. Ich merke schon, wenn man es breiter macht und da kein Bohrer hin, ist das irgendwann mal ein bisschen. Oh, da kommt schon das Viech. Oh, kommen wir da noch weg? Oh nein. Oh. Okay. Und gefressen. Das probieren wir doch gleich nochmal. Das ist gemein hier. So schöne, friedliche Musik und dann geht's ab. So. Wir brauchen... Nein, da ist ein Lavafeld. So, los geht's. Bom, 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 bom. Neuer Slot. Lass mal das. Wir brauchen ein bisschen Platz zum Bauen. Ja, ob das jetzt das Klügste war. Ah, die Musik ist schön.
schön flott. Ach gut, schon das nächste Upgrade. So, jetzt geht's auch besser. Wie gesagt, als nächstes holen wir uns dann gleich mal die Kühlung. Ja, nicht die Lava anbohren. Oh, es geht flott. So. Da, 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 da. Schnell weg vor den Todeswurm. Komm, probieren wir mal hinzukommen. Okay, eine Kühlung reicht jetzt erstmal. Brauchen wir trotzdem noch mal einen Antrieb dahin. Und das wäre möglichst schnell noch ein Bohrer. Dann wäre es eigentlich mal Zeit für den Laser, würde ich sagen. So wollte ich das eigentlich vorhin machen. Psi. Da. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Bohrer. Wenn wir es so breit machen, dann ist es sonst zu schlecht. Gehen wir mal hier mal ins Freie. Hier sind Höhlen. Ah, jetzt geht das Bohren auch wieder viel besser. Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Ja, da kommen wir vielleicht dahin. So, gedreht. Macht aber auf jeden Fall wahnsinnig Spaß. Eine Kühlung. Eigentlich sieht es doch ganz gut aus im Moment. Brauchen wir einen Laser hin. So. Boom. So. Bisschen Platz gemacht. Und durch geht's. Ah, sehr schön. Da bauen wir uns doch gleich noch einen zweiten Laser hin. Aber dann sollten wir, glaube ich, mal wieder auf die Kühlung achten. So. Eine Kettenreaktion. Also, weil ich gelesen habe, ist auch wieder für irgendeinen Loot und der, also wieder für so einen Kurzwettbewerb. Spiegel. Auf jeden Fall mal eine Kühlung. So, weiter geht's. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein Endless Runner. Deswegen, wir dürfen aber trotzdem nicht trödeln. Oh Gott. Nun gut. Das ist definitiv ein Spiel. Das könnt ihr auch ruhig mal für zwischendurch ausprobieren. Das hat ein Suchtpotenzial. So vom Gefühl her. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann suchen wir uns auch mal wieder ein richtiges Horrorspiel aus. Ja, was heißt schon auch mal wieder? Ich meine, ich glaube, die Mischung wird ganz gut. So, was ich bis jetzt gespielt habe. Und ihr müsst verstehen, ich muss meine Nerven auch zwischendurch mal entspannen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.